So, heute habe ich mir ein Paper-Wallet angelegt. Beschreibungen gibt es im Internet genug. Das ist im Prinzip ein Zettel mit einer öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist meine Bitcoin-Adresse. Und diese Bitcoin-Adresse habe ich am Zettel beim Bitcoin-Automaten vor die Kamera gehalten und habe mir 10 Euro darauf eingezahlt. Das funktioniert sehr gut. Man braucht kein Wallet und nichts. Und jetzt werden wir nachschauen, ob das Geld überhaupt in der Blockchain ist. Dazu geht man auf diesen Link, blockchaininfo/address, gibt es hier ein und drückt auf Enter. So, und hier sehen wir eine Zahlung, die heute eingetroffen ist. Und es waren 10 Euro, inzwischen ist der Kurs gestiegen. Okay. Natürlich muss man am Automaten 4% Gebühren zahlen, das ist eh klar. Das sind also dann 9,6 Euro gewesen. Okay, und dieses Geld, dieses Wallet möchte ich jetzt, das ist ja noch kein Wallet, beziehungsweise ein Paper Wallet, das möchte ich jetzt in mein normales Wallet einlesen. Habe ich noch nie gemacht, werden wir jetzt ausprobieren. Das heißt, ich habe da so ein einfaches BTC Wallet zum Ausprobieren von Sachen, da ist jetzt auch nichts drauf außer 59 Dollar, 0,59. Und jetzt, großartige Beschreibung gibt es da jetzt nicht, aber so wie ich das verstanden habe, nimmt man jetzt den privaten Schlüssel oder eben das Bild und sagt Import extern Wallet. Müsste eigentlich. Okay. Network Fee, okay. Das kommt wahrscheinlich hin. Okay. Das heißt, das Geld ist eingetroffen. Es ist noch nicht bestätigt. Ich habe natürlich ein bisschen was verloren durch die Gebühren, das ist klar. Aber es funktioniert. Klar, jetzt kommen noch die üblichen Bestätigungen. Jetzt habe ich natürlich auf meinem Paper Wallet kein Guthaben mehr. Und der Schlüssel wurde jetzt schon wo eingelesen. Das heißt, wenn ich schlau bin, zerstöre ich dieses Paper Wallet. Wir werden uns das gleich anschauen. Und zwar. Da habe ich ja den Link dazu. Müsste jetzt eigentlich auf 0 sein. Okay, das heißt, hier werden die Gebühren abgezogen und der Betrag überwiesen. Klar, so wie es sich gehört. Und das Ganze wird auf 0 gestellt. Das ist korrekt. Das Paper Wallet ist leer. Theoretisch kann ich es noch einmal benutzen, aber das sollte man natürlich nicht tun, sondern sich ein neues machen. So. Gut, das heißt, in dem Moment, wo das bestätigt ist, ist die Sache erledigt. Das Ganze ist mir am iPhone mit derselben App nicht geglückt, weil dort fehlt mir irgendwie dieser Knopf, dann hätte ich den QR-Code einscannen können, aber okay, das funktioniert an sich perfekt, bis auf die Gebühren, das ist klar, da kann man nichts machen.
Wir haben vorher gehabt diese 50 Cent und jetzt haben wir eben diese, ja, 9 Euro, 10 Euro, 10 Dollar, 11 Dollar minus den Gebühren plus die, was da ist, ja, das kann man da nicht umschalten, okay. Gut, das heißt, das war jetzt wirklich einfach. Ich habe das nicht vorher probiert. Das heißt, das war jetzt ein Live-Test, das erste Mal. Und das war wirklich einfach. Das geht theoretisch in jedem Wallet und anscheinend geht es in der Webversion einfacher als am iPhone. Aber bei manchen ist das auch am iPhone ganz gut eingebaut. Bei manchen haben sie sich anscheinend am iPhone gespart, wenn man das ja unterwegs eh nicht macht. Sowas macht man in Ruhe zu Hause. Das ist an sich alles in Ordnung. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist, wenn ich die Nummer auf einem Zettel habe, dann kann ich sie natürlich nicht einlesen, weil ich müsste sie abtippen. Das macht keinen Sinn. Und den QR-Code kann ich nicht abscannen, weil hier gibt es keine Kamerafunktion, obwohl ich auf einem Laptop bin, der eine Kamera hätte. Und das wäre natürlich auch ein bisschen ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, in dem Fall habe ich mir natürlich auch ein PDF ausgedruckt, wie ich das Wallet erstellt habe. Also nur mit Zettel wird man da nicht viel Freude haben. Dann ist es gescheiter, das wahrscheinlich am iPhone zu machen. Das müssten wir aber einmal vorher probieren.